Moin moin und willkommen zu einer neuen Folge zu Atlantic Fleet. Das Spiel habe ich euch schon vor einigen Monaten einmal vorgestellt und nachdem mein Lieblings-YouTuber jetzt auch mal das Spiel etwas für sich entdeckt hat, etwas spät, dachte ich, ich verteidige mal die Ehre der Graf Spee, meines Lieblingsschiffchens, und führe sie ebenfalls in der Schlacht am Rio de la Plata in den Kampf und gucke mal, wie wir uns gegen die drei Briten schlagen. Na denn. Graf Spee verfügt über die stärkste Panzerung aller drei Schiffe und die stärkste Bewaffnung. 5,5 Zoll Panzerung an Türmen und Gürtel sowie 2,5 Zoll Deckpanzerung. Die Zentimeterwerte kriegt ihr alle noch per Wikipedia-Link unten reingepackt. Geschütze kann ich mal sagen 283 mm. 6-mal in 2 Drillingstürmen mit einer speziellen Ladeautomatik, durch die sie effektiver war. Also Ladeautomatik ist falsch. Also sie hatte ein Ladesystem, durch das sie effektiver feuern konnte als die Drillings- und Vierlingstürme aller anderen Nationen. So, das trifft's. Gut. Auf der Gegenseite haben wir die HMS Exeter, ein Schwerenkreuzer Kreuzer der York-Klasse. 6x8 Zoll Geschütze in 3 Zwillingstürmen und Torpedowerfer. Dazu 3 Zoll Panzerung, 1 Zoll am Turm, also deutlich schwächer, und 1,25 Zoll auf dem Deck. Wie schwach das tatsächlich ist, merkt ihr hier an den leichten Kreuzern der Leander-Klasse, die genau die gleiche Panzerung haben. Ja, ne? Die schweren Kreuzer der Briten waren nun mal zur Präsenzzeigung auf allen Weltmeeren gedacht und da war schwere Panzerung eher hinderlich. 8x6 Zoll Geschütze haben die leichten Kreuzer der Leander-Klasse, die kennt ihr vielleicht aus World of Warships. Nicht so wahnsinnig viel und in der Realität kaum in der Lage, der Spees Schaden zuzufügen. Hier ist das etwas leichter möglich, aus Balancing-Gründen. Gut. Wenden wir uns wieder der Spee zu. Hans Langsdorff machte in der Realität den Fehler, mit der Spee sich zwischen die feindlichen Schiffe zu begeben, die ihn in die Zange nehmen wollten. Das war der Kampfplan. Er ließ das zu, konzentrierte sein Feuer nicht, sondern teilte es auf zwischen den beiden Zangen sozusagen. Und, konnte den Gegner zwar schwer beschädigen, war am Ende aber halt nicht mehr wirklich kampffähig. Ich werde das nicht tun, ich werde scharf abdrehen und versuchen, die Exeter als erstes zu versenken. Die ist ja mit Abstand der gefährlichste Gegner und danach Ajax und Achilles zu versenken. Okay, also wir beginnen jetzt mit dem starken Schwenkmanöver nach rechts. Steuerbord, nicht rechts. Und stellen die Geschwindigkeit auf Maximum und volle Wende. So, als erstes ziehe die Exeter. 12,2 ist die erste Schätzung. Auf der Map. Ja. Mal gucken. Ich weiß nicht. Ich finde 12,2 ist für die Distanz vielleicht ein bisschen wenig. Ich erhöhe mal auf 13, oder 14,0. Auch um den Wind. Der Wind wird von hinten. Ja? Vielleicht ein bisschen weniger. Machen wir 12,2. Machen wir 13,2. Oh, knapp drüber. Vielleicht wäre 12 gar nicht so schlecht gewesen. Exeter antwortet. Und verfehlt. Ajax. Hohe Distanz muss die feuern. Man sieht, wie hoch die Granaten fliegen, ne? Ja. Verfehlt deutlich. Da ist das Schiff. Achilles, entfernen sich beide weiterhin von meiner Fahrtrichtung. Das ist gut. Umso größer die Distanz, umso geringer die Treffsicherheit. Oh, dieselbe sieht allerdings ziemlich gut aus. Verfehlt aber auch knapp den Bug. Gut, wir setzen die scharfe Wende fort. ...10,7 ist die neue Schätzung. Das halte ich diesmal ebenfalls wieder für übertrieben, auch mit Rückenwind. Nehmen wir mal die 12,0. Das sieht... haarscharf drüber. 10,2 wäre sie auf jeden Fall zu wenig gewesen. Auch hier hat sich die Exeter jetzt nicht schon eingeschossen. Nein, auch sie feuert daneben. Ajax verfehlt ebenfalls ihr Ziel.
starke Gegenwind ist für die KI natürlich auch nicht leicht zu korrigieren. Andererseits für mich natürlich auch ein Problem, weil er meine Granaten weiter trägt, als sonst die Rohrelevation zulassen würde. So, wir wenden noch einmal scharf. Der Exeter jetzt gut im Visier. 10,9 ist die neue Schätzung. Das könnte jetzt sogar hinkommen. Ich mach mal 11,0 und Feuer. Oh ja. Höllisch guter Treffer auf der Exeter. Mit der dritten Salve. Oh, meine Güte. Das war ein richtig schwerer Treffer. Man sieht, dass sie sofort mit der Seite ins Wasser sackt. Die Antwort hat es auch in sich. Es sah aber eher so aus, als hätte sie die Aufbauten getroffen, nicht den Rumpf. Ajax, mal gucken, wie gut das Ding jetzt eingeschossen ist. Das sieht auch für die Ajax besser aus, aber immer noch daneben. Achilles. Ja, es sieht auch etwas besser aus von der Seite. Ja, ein Treffer. Und ein Nahtreffer. Dürfte allerdings am Rumpf selbst keine Schäden verursachen. Oh, hinteres Spot und Radar sind zerstört. Durch die Treffer der Exeter. Dementsprechend... Ah, nee, ich habe immer noch Zielerfassung. Drehen leicht ab. Behalten die Exeter aber im Visier. 11,5 ist die neue Schätzung. Wir hätten eben mit 11,0 getroffen. Wir haben Rückenwind, also reduziere ich das auf 11,3. Hätte ich es mal noch weiter reduziert. Exeter dreht jetzt ab. Und verfehlt die Spee nur knapp. Zerstörung des hinteren Leitstandes und des hinteren Radars ist für mich ein Problem, gerade beim Feuerkampf auf große Distanz. Leute, ich kriege nur noch sehr, sehr schlechte Schätzungen, wenn ich vom Feind abrücke und auf ihn feuere. Also muss ich mal gucken, wie ich mich mit den Briten da gleich anlege, mit den leichten Kreuzern, wenn ich die Exeter versenkt haben sollte. Sehr ärgerlicher Treffer, den die Exeter da gelandet hat. Immerhin keine Rumpfschäden. Gucken wir mal, wie das inzwischen auf der Exeter aussieht. Liegt doch deutlich tiefer im Wasser. Die hat auf jeden Fall Rumpfschäden davon getragen. Ja, da ist der Treffer unter der Wasserlinie. Immer noch leicht schwenken. Um Distanz zwischen mich und die leichten Kreuzer zu bringen. 10,9 ist die neue Schätzung. Das könnte ungefähr hinhauen. Reduzieren ein bisschen wegen des Rückenwindes. Oh. Ja. Exeter sinkt. Mehrere Treffer durch die leichten Kreuzer, die weitere Brände auslösen an Deck. War eigentlich die Deckspanzerung nicht durchschlagen dürfen. Die Exeter so schnell den Geist aufgibt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Keine weiteren ernstzunehmenden Schäden. Tja. Nochmal einen Blick auf die Exeter. Die liegt bereits sehr tief im Wasser und sinkt. Kann man rauskriegen, was da explodiert ist. Ich vermute, ich habe entweder die Torpedos zur Explosion gebracht oder den Antrieb. Wo der beides nur mit schweren Schäden gezeigt wird, aber ich vermute, dass einfach die Gesamtschäden am Rumpf zu stark waren. Da auch die Pumpen ausgefallen sind, wahrscheinlich zu starker Wassereinbruch durch die mehreren schweren Treffer mit Schiffs. Ja, trotz der eingeschränkten Grafik-Engine, die das Spiel hat, ein sehr hübscher Anblick und das ekelhafte Geräusch von sinkenden Schiffen wird auch ganz gut dargestellt. Das kennt vielleicht der ein oder andere aus Silent Hunter oder ähnlichen Spielen. Graf Spee immer noch in Brand, aber wie gesagt, nichts Schlimmes. Und sogar das Aufklärungsflugzeug läuft noch. Gut, dann müssen wir jetzt etwas herumschwenken. Um die Rohre auf die Achilles richten zu können. 14,1 ist die neue Schätzung.
Wir haben etwas Wind von der Seite. Also recht starken. Also gegenrichten und Feuer. Oh. Früher Treffer. Dann sieht man, wie weit die Geschosse abgetrieben wurde durch den Wind. Die verfehlen. Das war deutlich. Eventuell steht ihnen da die Rauchfahne von den Bränden im Weg. Achilles schwenkt weiter auf mich ein und feuert auch, aber auch die Salve verfehlt. Ich habe meine Zielerfassung nicht verloren. Wir gucken mal. Keine schwereren Schäden, trotz Treffer. Wir drehen noch etwas weiter. Schönes Crossing the T. 14,5 ist die neue Schätzung. Ich glaube nicht, dass wir großartig Abstand gewonnen haben. Also behalte ich das mal bei. Vor allem im Bedenken auf den Rückenwind. Der recht stark ist offenbar. Richten etwas mehr zur Seite und Feuer. Das war offenbar die richtige Entscheidung. Trotzdem wurden die Granaten immer noch stark vom Wind abgetrieben. Achilles liegt jetzt ebenfalls deutlich tiefer im Wasser. Kann aber das Feuer erwidern und landet. Sehr gute Treffer. Allerdings gehe ich davon aus, dass mindestens einer davon vom Turm abgeprallt ist. Gucken wir mal kurz. Ja. Keine weiteren Systemschäden, obwohl die Spee etwas nach links kränkt. Könnte aber auch am Wellengang liegen. Okay. Zielerfassung besteht noch? Ja. Gut. Versuchen weiter, das T zu erzwingen. Gegen die britischen leichten Kreuzer. Scheint auch halbwegs zu klappen. 14,2 ist die neue Distanzangabe. Ich reduziere das wegen dem Rückenwind etwas auf 13,9. Ach Gott, ist sogar mir der Rauch im Weg hier. So, wir korrigieren wieder etwas stärker. Zwei weitere schwere Treffer auf der Achilles. Auch die Briten landen weiterhin Treffer. Oh ja, die Achilles liegt eindeutig tiefer im Wasser. Das Heck ist überschwemmt. Und sie verfehlen. Wir haben weiterhin Zielerfassung. Wir haben jetzt fast das T erzwungen. Wir schwenken weiter. Wenn man sich das anguckt. Ich schieße in fast gerader Linie. Habe ich hier das T gegen die Achilles. Sehr gut. Da Geschütze eher in die Länge streuen als in die Breite, ist das enorm wertvoll. 13,8 ist die neue Schätzung. Das halte ich sogar für halbwegs plausibel. Reduziere es trotzdem etwas wegen dem Rückenwind, den ich aktiviert habe. Schwenke etwas zur Seite aufgrund der Seitenwinde, die dabei mit auftreten. Ein bisschen weniger vielleicht. So etwa, ja. Und Feuer. Oh, direkt vor dem Bug. Schade. Doch ein bisschen mehr. Dann wären drei Granaten direkt auf dem Schiff eingeschlagen. Ajax feuert. Oh, es scheint, als wäre das Feuer gelöscht worden. Bricht wahrscheinlich jetzt gleich wieder aus. Abgeprallt, wie es aussieht. Achilles liegt tief im Wasser. Hebt sich jetzt wieder etwas, oder? Nicht das im Wellengang. Achilles verfehlt. Wir nehmen weiter das T an. Dankeschön dafür. Jetzt sind wir fast im perfekten T. 13,7. Wir lagen eben schon ganz richtig mit der Schätzung. Wir reduzieren auf 13,4 und richten jetzt stärker gegen den Wind. Oh ja. Ich glaube, wir haben zwei Granaten gesessen. Ich sehe vier Fontänen. Ich weiß nicht, ob das Schiff das übersteht. Brennt ja jetzt wirklich von vorne bis hinten offenbar. Ajax feuert weiter. In der Realität, glaube ich, hätten die britischen Schiffe jetzt den Kampf abgebrochen. Oh, ein Treffer. Und dies schwenkt. Ich glaube, die hinteren Türme sind ausgefallen, oder? Kämpft tapfer weiter. Erneuter Treffer auf dem hinteren Turm. Oh, die scheinen alle abzuprallen.
Sieht so aus. Werfen wir einen Blick auf unser Ziel. Oh, wir haben die Zielerfassung. Nein, haben wir nicht verloren. Der hintere X-Turm, das ist dieser hier, ist ausgefallen temporär. Und sie liegt sehr tief im Wasser und brennt an drei Stellen. Kein gutes Zeichen. Für den Gegner. Wieder ein leichter Schwenk, um das T zu behalten. Inzwischen ist die Zielerfassung ziemlich gut. 13,5. 3 plus. Eine 5 plus Zielerfassung, das ist sehr gut. Wir halten gegen den Wind. Feuer. Oh. Ja, das war zu viel. Da ist schätzungsweise die Munition in den Türmen explodiert. Obwohl das normalerweise eine Stichflamme gibt. Kann auch einfach durch die Masse des Beschusses jetzt sein, dass da etwas hochgegangen ist. Wir werfen gleich mal einen Blick auf die Beschädigung. An der Achilles. Ja, die sinkt jetzt recht deutlich über Heck. Oh je, ja. A, B, X, Turm, Torpedowerfer auf der Port-Seite, also Backboard. Auf der linken Seite schwerst beschädigt, Antrieb beschädigt, Steuerung beschädigt, Pumpen beschädigt. Alles so schwer beschädigt, dass eine Reparatur lange dauern würde. Dazu die Brände an Deck und die Wassereinbrüche, mutmaßlich durch den schweren Beschuss. Und das sind 283 mm Geschützen. Geben der Achilles den Rest. Spätestens jetzt sollte man eigentlich das Gefecht abbrechen, weil eine Chance hat die Ajax hier nicht mehr wirklich. Die Spee schwenkt weiter. Auch um die vorderen Entfernungsmesser im Ziel zu behalten. Man sieht hier, dass der hintere Entfernungsmesser schief hängt. Das zeigt die Zerstörung. Wir haben hier, glaube ich, wieder... Na, nicht das T, aber immerhin eine deutlich überlegene Schussposition. Werfen wir einen Blick aufs Ziel. Es ist ein Stück hinter, aber nicht so viel. Dass es 15,9 wäre. Nutze das also als Anhaltspunkt. 13,8. Dazu der Rückenwind. Ja, ist eher Seitenwind als Rückenwind jetzt. Oh, das war eine ganz gute Entscheidung. Sehr nah. Nah genug, dass die Ajax jetzt durch die Wasserfontänen fährt. Ajax erwidert das Feuer und verfehlt, wenn auch knapp. Wir schwenken weiter. Versuchen hier einen T zu erzwingen. 13,1 ist die neue Schätzung. Hier würde ich mich gar nicht so sehr anschließen. Ganz so viel vielleicht nicht. Starke Seitenrichtung aufgrund des Seitenwindes. Und Feuer. War die richtige Entscheidung. Wir hätten sogar noch ein bisschen weiter ziehen können. Ajax fährt Ausweichmanöver. Feuer trifft aber nicht. Deutlich daneben. Die Ajax jetzt langsam sehr gut erfasst. Leichter Schwenk nur. 13,7. Ja, die hat sich ja wieder mir genähert. Also gar nicht mal so sehr. Starke Seitenrichtung. Feuer. Oh ja. Drei Treffer, wenn ich das richtig sehe. Knapp drüber. Eine Granate sehr nah eingeschlagen. Gut. Ganz leichter Schwenk nur. ...12,5 ist die neue Schätzung. Ich weiß nicht, das Ding hat abgedreht. Also halte ich das nicht für so wahrscheinlich. Machen wir 13,2. Wir haben jetzt sehr starke Seitenwinde hier. Hatten wir ursprünglich im Rücken. Jetzt haben wir sie in der Seite. Feuer. Ah, vielleicht hätte ich doch etwas mehr reduzieren müssen. Knapp verfehlt nur. Aber auch die Ajax verfehlt. Ajax kommt jetzt wieder etwas näher. Wir halten das T aufrecht. Das sich hoffentlich gleich ergibt. 12,0 ist die neueste Schätzung. Das erscheint mir etwas viel. 12,2. Ordentlich vorhalten. Und Feuer.
die richtige Entscheidung. Erneute schwere Treffer. Gucken wir uns gleich mal an, wie es jetzt um die Ajax tatsächlich steht. Oh, diesmal fast wäre es soweit gewesen. Das Feuer auf der Ajax ist bereits wieder gelöscht, aber ihr Antrieb ist schwer getroffen. Das ist gut. Das ist tatsächlich sehr gut. In der Realität könnte die Graf Spee jetzt wahrscheinlich mit Rauchvorhang entwischen. Ah, liegt auch etwas tief im Wasser hinten. Hat auch am Heck, glaube ich, einen Treffer unterhalb der Wasserlinie kassiert. Gut. Keinerlei weiteren Ausweichmanöver. Sind hier in guter Schussposition. 12,1. Aufgrund der Verlangsamung des Gegners. 12,0 mache ich mal, weil immer noch leichter Rückenwind ist. Gegen den Wind halten und feuern. Das war vielleicht etwas zu stark gegen den Wind, aber zwei Granaten schlagen trotzdem im Ziel ein. Da feuert nur ein Turm. Und trifft. Allerdings in die Aufbauten. Ohne einen Brand auszulösen. Hat allerdings nicht die Zielerfassung gekostet. Wir waren eben auf 12,0. Er hat sich noch ein Stück weit genähert. Allerdings war ja sein Antrieb beschädigt, also dürfte es nicht so viel gewesen sein. Die Salve war eben schon fast zu kurz, also machen wir 11,8. Gegen den Wind und Feuer. Erneut zwei schwere Treffer. Und jetzt kränkt die Ajax doch deutlich nach Backbord. Und ihre Salve verfehlt. Überprüfen wir mal die Schadenswirkung bis jetzt. Brand. Treffer unter der Wasserlinie im Bug. Ach, ich dachte, am Heck hätte ich auch einen gesehen. Aber mehrere Einschläge. Einer der hinteren Türme ist komplett ausgefallen. Flak ist komplett ausgefallen. Der Antrieb ist inzwischen teilrepariert, aber sie liegt deutlich unterhalb. Ja, nimmt deutlich Wasser auf. 11,4 ist die neueste Schätzung. Schwenken nur ganz leicht, um sich schön im Visier zu behalten. 11,8 haben wir eben gefeuert. Sie hat sich wieder etwas genähert, also halte ich 13,0 für völlig daneben. Halten erneut vor und feuern. Haarscharf. Eine Granate hat, glaube ich, getroffen. Auch Nahtreffer können hier Schäden verursachen. Minimalster Schwenk. 12,0 ist die neue Schätzung. Das halte ich immer noch für unwahrscheinlich. Eher 11,5. Etwas mehr vorhalten. Und voll. Ah, vielleicht hätte ich drauf hören sollen. Hat offenbar den Antrieb weit genug repariert, dass sie wieder etwas aufschließen kann. Knapp verfehlt. Schwenken etwas stärker. 11,0 ist die neue Schätzung. Ja, darauf höre ich diesmal. Wieder vorhalten und feuern. Ah, hätte ich mal noch etwas mehr korrigiert, aber trotzdem der Nahtreffer dürfte trotzdem einiges an Schäden verursacht haben. Ah, es könnte tatsächlich jetzt ein Treffer auf die Zielerfassung gewesen sein. Nein, Zielerfassung bleibt bestehen. Leichter Schwenk, um den Feind im Ziel zu behalten. 11,0 ist wieder die Schätzung. Ich reduziere das auf 10,9 Grad. Halte etwas gegen und feuer. Oh ja, das sah nach einem üblen Treffer aus. Ich glaube, die Kommandobrücke hat es gerade zerlegt. Ist das Ding so überhaupt noch kampffähig? Naja, es feuert zumindest noch. Verfehlt aber. Was ist denn von diesem Schiff noch übrig? Ich meine, die Kommandobrücke hat es gerade weggesprengt. So wie das aussieht. Steuerung, Antrieb, hinüber. Hinterer Turm ausgefallen. Also ganz ehrlich, ich würde jetzt die Fahne streichen und versuchen, die Überlebenden der anderen Schiffe aufzusammeln. Hier sieht man übrigens, dass der Kommandoturm durchschlagen wurde. 10,5.
könnte hinhauen. Mann, das Ding hat aber auch ein Glück, wie nah die Granaten da teilweise einschlagen. Dann spritzt das Wasser aufs Deck. Na komm, jetzt müssen wir das auch mal zu Ende bringen hier. So, 10,8 ist die neue Schätzung. Etwas mehr vorhalten dieses Mal. Und Feuer. Na, immerhin. Ein Treffer. Das Schiff brennt jetzt wirklich lichterloh. Verdammt nochmal, jetzt sink doch mal. Stattdessen kriege ich hier noch Treffer ab. Und auch ohne größere Wirkung. Aber ich habe die Zielerfassung schon wieder verloren. 10,8 war eben die Schätzung. Dabei bleiben wir. Vielleicht reduzieren wir es ein bisschen, weil die Granaten flogen eben etwas weit. Komm, komm. 10,6 und Feuer. Oh Mann. 4 Granaten treffen. Schwere Explosion auf der Ajax. Ajax erwidert das Feuer nochmals. Trifft auch wieder. Was ist denn auf diesem Schiff noch intakt, bitteschön? Wirklich ein Wunder, dass dieses Ding sich noch über Wasser hält. Meine Güte. Na gut. Hoffen wir, dass wir jetzt mal den Todesstoß anbringen können. Marsch voraus. 10,6 war eben eigentlich ganz gut. Das Ding macht ja kaum noch Fahrt. Wir reduzieren also ein bisschen. Ziehen die Seitenwinde mit in Betracht und Feuer. Oh, so langsam ist das Ding inzwischen. Ein Treffer auf die Torpedos war das, ne? Nicht, dass die Torpedos explodieren. Leichter Schwenk. Oh, er hat mir die Zielerfassung vergeigt. 10,4 war eben aber ganz gut. 10,2 ist die neue Schätzung. Wir machen 10,3 und halten nicht ganz so stark vor, da der Feind offenbar jetzt deutlich langsamer geworden ist. Ein weiterer Treffer und mehrere Nahtreffer, dass die immer noch durchhält. Dieses kleine Mistding. Meine Güte, das muss doch auch irgendwann mal drauf gehen. saß eben gut. Ich bleibe weiter bei 10,2. Reduziere es vielleicht sogar auf 10,1. Schätzung gefällt mir da gar nicht. Vorhalten und Feuer. Nahtreffer hat offenbar die Bordwand durchschlagen. Und die Ajax sinkt. Meine Güte, was ein Wrack. Gucken wir uns das hier mal an. Hier haben wir einen Treffer, der die Bordwand durchschlagen hat. Da ist ein Treffer, der die Bordwand durchschlagen hat. Da ist ein Treffer. Guck mal die andere Seite. Hier offenbar durchs Schiff durch. Das sind Austrittslöcher. Da hat das meiste Wasser offensichtlicherweise über den Bug aufgenommen. Antriebssteuerung ausgefallen, vorderer Turm ausgeschaltet, Torpedos sind ausgefallen, Flak ausgefallen und Wasser und Brände am ganzen Schiff. Na, hier sieht man noch die Sekundärartillerie, schwer getroffen wurde. 2 Sekundärtürme ausgefallen. Tja, das war's. Die Spee trägt den Sieg davon. Wenn auch nicht ohne Schäden. Mehrere Brände vorher bekommen. Einige Treffer an der Seitenwand sehen wir hier. Allerdings nicht allzu schwer. Auch hier relativ kleine Treffer. Ich glaube nicht, dass sie durchgeschlagen sind. An Deck mehrere Sachen. Der hintere Entfernungsmesser und das hintere Radar sind beschädigt. Sieht man hier die Einschläge und dann das schiefhängende Ding. Ich schätze, das dürfte aber reparabel gewesen sein. Gucken wir mal. Das Kampfergebnis sagt, mittlerer Schaden auf der Graf Spee. 3 Gegner versenkt. Ich schätze, dass die Spee wahrscheinlich noch nach Hause gekommen wäre. Vor allem, da der gesamte Schaden nur auf einer Bordseite liegt, dürfte auf der anderen Seite eigentlich nichts passiert sein. Das müsste eigentlich dann auch heißen, dass ein Teil der Dieselreinigungsanlage noch intakt ist. Ich hoffe, das Gefecht hat euch gefallen. Sagt mir, wenn ihr mehr Gefechte dieser Art sehen wollt, aus deutscher oder britischer Perspektive. Ich glaube, es sind auch Amerikaner im Spiel, also kann ich eventuell auch da was machen. Bitte keine U-Boot-Gefechte. Die sind langweilig, die U-Boote gewinnen immer.
Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß beim Zuschauen. Und macht's gut. Los in den Allvater und lasst ein Gefällt mir da, wenn es euch gefallen hat. Ciao!